Promi-Geflüster. Hallihallo, liebe Freunde. Hier wieder eine neue Ausgabe und es dreht sich alles um Krimi. Die Krimi-Zeit. Freitagabend im ZDF ist Krimi-Zeit. Letzte Woche hatten wir ja schon einen Strafverteidiger. Den kennt man aus natürlich einem Fall für zwei. Und das ist eigentlich auch so eine Serie der Ur-Krimi-Zeiten, sage ich jetzt mal. Später kam dann die Soko dazu. Soko Leipzig. Und da habe ich heute einen Vertreter dabei, einen Kommissar, nämlich er spielt den Tom Kowalski und die Person, die dahinter steckt, Steffen Schröder. Und ihn, zu ihm sage ich jetzt mal Hallo und herzlich willkommen. Grüße dich. Hallo. Ja, Soko Leipzig. Dieses Jahr wird, glaube ich, das 20-jährige Jubiläum gefeiert, wenn ich das richtig vernommen habe, gell? Ja, mit Feiern weiß man ja immer nicht so ganz in diesen Zeiten, aber 20 Jahre, genau. 20 Jahre. Ja. Irre, ne? Und du bist jetzt schon das 9. beziehungsweise, glaube ich, das 10. Jahr mit dabei, ne? Genau, genau. Mhm. Ich bin ja jetzt, genau, ich habe 2011 angefangen und habe jetzt so, glaube ich, so ziemlich um die 200 Folgen gedreht und dieses Jahr ist eben mein letztes Jahr. Das letzte Jahr, genau, das hat man auch jetzt schon in den, sage ich mal, in den Medien vernommen, dass der Tom sozusagen die Soko verlassen wird, beziehungsweise du natürlich andere Aufgaben, denke ich mal, hast. Was ist denn der Grund dafür nochmal? Ganz kurz, da, um die Fans zu beruhigen und zu besänftigen. Nein, ist einfach jetzt so nach so einer langen Zeit, wie gesagt, so 200 Folgen, will man dann doch irgendwie mal oder will ich gerne mal was anderes machen. Und es ist aber, die Entscheidung ist mir schon sehr schwer gefallen, weil wir einfach ein ganz tolles Team haben und eben alle auch die Schauspieler sehr gut verstehen, was auch nicht so ganz gewöhnlich ist. Und das ist mir also nicht leicht gefallen, die Entscheidung. Aber ich habe eben dann daneben auch noch immer ehrenamtlich sehr viel zu tun und schreibe ja auch noch und habe dann noch drei Kinder, die zwar schon recht groß sind, aber das alles unter einen Hut zu bringen, war dann doch in den letzten Jahren ziemlich schwierig, sodass ich mich da für diesen Schritt entschlossen habe. Wie haben es denn die Kollegen aufgenommen, deinen Entschluss? War Verständnis da oder sind sie alle traurig? Natürlich, klar, wenn man sich natürlich nach 10 Jahren, wenn man sich so gut versteht. Ja, das war schon traurig. Also die konnten das verstehen, aber trotzdem war das traurig. Und ja, also ja, geht mir ja auch selber so. Ja. Das ist doch so ganz einfach nach so einer langen Zeit. Logisch, logisch, genau. Aber es geht natürlich jetzt spannend weiter. Am Ende August, 27. glaube ich, geht die neue Staffel los. Und wie gesagt, das ist dann deine letzte. Also das wird noch bis zum Jahreswechsel sozusagen laufen. Und dann gibt es ein... Ja. Genau, ich glaube gar nicht so lange jetzt. Ich bin jetzt nur ein paar Folgen dabei, weil wir jetzt dieses Jahr auch etwas früher anfangen. Richtig. Ja. Und dann eben kommt irgendwann demnächst der Ausstieg, genau. Mhm. Und der wird spannend. Das hoffe ich doch. Da wollen wir noch nicht so viel. Nicht gesehen, da wollen wir noch nicht so viel verraten, ne? Es sind auf jeden Fall, finde ich, jetzt gerade am Anfang ganz, ganz spannende Folgen, die da kommen. Ich glaube, das große Problem oder das große Thema wird jetzt erstmal sein, hier von Jan Maybach, seine Drogenprobleme, dass er die wieder in den Griff kriegt, ne? Genau, das geht ja auch schon eine Weile so und das wird jetzt dann zu Beginn der neuen Staffel nochmal ein bisschen eskalieren. Ja, auf alle Fälle, ich habe schon was gesehen natürlich in der Vorauswahl hier in der ZDF-Pressemediathek und ja, das... Der Tom ist jetzt der Erste, der da ein bisschen was mitbekommen hat. Ganz genau. Richtig. Genau. Ja, ja. Klar, du hast jetzt natürlich 10 Jahre, haben dich da geprägt als Kommissar. Und natürlich hier, du hast es auch schon erwähnt, Ehrenämter, Weißer Ring, da kümmerst du oder bist du ja auch involviert, wo es um Strafgefangene geht und so weiter. Was kann man da dazu kurz mal erzählen? Also beim Weißen Ring geht es um die Opfer. Das ist die Opferhilfe. Und ich bin in beiden Bereichen, also in der straffälligen Hilfe und in der Opferhilfe
tätig. Beim Weißen Ring mache ich viel Öffentlichkeitsarbeit und das letzte Mal auch zum Beispiel moderiert für die eine Veranstaltung, den jährlichen oder alle 2 Jahre übergeben die einen Journalistenpreis. Und ansonsten mache ich da sehr viel Öffentlichkeitsarbeit bei verschiedenen Veranstaltungen. Und in der straffälligen Hilfe bin ich eben lange Jahre auch als Vollzugshelfer tätig gewesen, wo ich also einen Häftling viele Jahre betreut habe. Ja, das sind so auf den ersten Blick zwei etwas oder es sind zwei konträre Bereiche, die dann aber doch immer sehr viel miteinander zu tun haben, wie ich immer wieder festgestellt habe, weil ich eben oft gefragt werde, wie kommt es, dass du dich mit Tätern und Opfern gleichzeitig beschäftigst, schließt sich das nicht aus? Und meine Erfahrung ist, das hat eben sehr viel miteinander zu tun. Und ja, da habe ich immer wieder ziemlich viel in dem Bereich oder in diesen beiden Bereichen zu tun. Ja, also ich denke, es ist alles sehr spannend, gerade also auch als Täter, wenn man dann mal wirklich hinter die Mauern kommt, also ins Gefängnis selber rein, was man als Normalsterblicher ja gar nicht wirklich so zu Gesicht bekommt. Ich denke mal, das sind schon nochmal andere Welten, die da herrschen, ne? Ja. Das ist auch immer, wo ich immer sage, das wäre, also wenn ich jetzt, seitdem ich jetzt das Gefängnis recht gut kenne durch diese Arbeit, weil ich eben doch, ja, auch jetzt, ich habe ja dann ein Buch über diese ganze, Arbeit auch geschrieben und habe immer wieder Lesungen, teilweise auch, in Gefängnissen selber und habe jetzt also schon viele Haftanstalten von innen gesehen. Ja, es ist doch eine sehr andere Welt und früher habe ich mir das zumindest immer alles sehr anders vorgestellt. Heute muss ich sagen, ich hätte immer, wenn ich inhaftiert würde, ich hätte immer am meisten Angst vor den Menschen da drin und vor den internen Regeln, die da sind und die in irgendeiner Form, mit denen man in irgendeiner Form umgehen muss. Das ist, glaube ich, wäre für mich die größere Herausforderung als das Eingesperrtsein selber. Da macht man sich keinen Begriff von, was da teilweise für Regeln und so weiter herrschen. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Also ich weiß jetzt nicht, wie die Zellen als solche sind. Es gibt teilweise ja wirklich die sterilen, aber ich glaube auch teilweise Gefängnisse, wo es wirklich recht, ja, sag ich mal, recht nett angerichtet sein kann. Ja, aber das ist wirklich, das sind immer so Sachen, wo manche Leute denken, das ist dann so wahnsinnig toll oder so. Also A ist das sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, wo man da landet. Das geht von eben genau so ein etwas schlichteren Jugendherbergseinrichtungen, die so, also so sieht es aus, meine ich, das, was so ganz okay aussieht, bis hin zu, ich kenne aber auch noch alte Gemeinschaftszellen, wo man also zu mehreren im Jugendvollzug in Thüringen kann man auch also zu viert oder so in so einer ja, sehr, sehr schlichten Zelle sitzen. Also da gibt es alles. Und selbst wenn es etwas schöner aussieht, ja, ist das nicht so ganz ohne. Aber die Leute sind ja auch nicht ohne Grund da. Richtig, richtig. Und genau, das ist ja auch richtig, dass das kein Spaziergang ist. Genau, sonst wird jeder das machen. Nee, okay, Spaß beiseite. Wie gesagt, da hast du jetzt gerade auch erwähnt, du schreibst Bücher. Ich glaube, zwei sind jetzt mittlerweile entstanden und Ja. hat die Corona-Zeit jetzt da mehr Zeit für dich gelassen, vielleicht schon ein drittes wieder zu schreiben? Ja, da bin ich dabei. Das ist genau das. In der Hinsicht hatte ich jetzt auch eben ein bisschen mehr Ruhe für solche Dinge und schreibe jetzt schon länger an einem historischen Roman. Das ist dann eben auch mit sehr, sehr viel Recherche, Arbeit verbunden. Ich bin da schon länger dran, habe schon vor dem letzten Buch da angefangen zu recherchieren und das ist jetzt gerade auch das meine Hauptbeschäftigung momentan. Und da hoffe ich, dass ich da nächstes Jahr zu einem Ende komme. Und natürlich, die Schauspielerei geht auch weiter, denke ich mal. Klar, logisch, gibt es schon irgendwelche Aussichten, neue Rollen, wo man dich wieder bewundern kann nach Soko Leipzig? Ja, ich habe jetzt einen Thriller gedreht, der, ich glaube, im Oktober in der ARD läuft. Genie, das fünfte Mädchen, so eine Koproduktion mit dem ORF. Und
Ja, dieses Jahr habe ich jetzt gerade wieder ein Krimi gedreht. Nicht Soko Leipzig, aber es gibt ja viele Krimis jetzt mal wieder auf der, sozusagen auf der Täterseite oder ja, man weiß es nicht genau, ist er der Täter oder ist er es nicht. Ja, also da gibt es ein paar neue Sachen, die dann demnächst kommen. Natürlich sind viele, viele Krimis ja im deutschen Fernsehen zu sehen. Ist es nicht manchmal auch schon ein bisschen zu viel, was Krimi ist? Was für Rollen wünschst du dir vielleicht? Ich finde in der Tat, dass es ein bisschen arg viel Krimis gibt. Also wegen mir könnte es gerne auch wieder mehr andere Formate geben. Ich selber würde auch gerne mal ein paar komödiantischere Sachen machen. Aber das finde ich ja immer nicht so ganz einfach im deutschen Fernsehen. Also so Sachen, die wirklich witzig sind. Ich weiß nicht, vielleicht treffen die nur meinen Humor nicht oder keine Ahnung, aber ich bin da selten so, dass ich so beim deutschen Fernsehen so wirklich herzhaft lachen kann. Ich glaube, ja, finde ich nicht so ganz einfach, aber da würde ich mir zumindest mehr wünschen, dass da ein bisschen mehr unternommen wird, dass es mal gute, witzige Formate gibt und gute Komödien. Das ist, finde ich, was wir gut gebrauchen könnten und was ich so ein bisschen vermisse. Stromberg habe ich zum Beispiel früher gerne geguckt, ja, das fand ich immer sehr, sehr witzig, aber. Ja, also es gibt, finde ich, nicht vieles, was so zumindest meinen Humor trifft. Ja, woran liegt das denn letztendlich? Sind es die Drehbücher, die einfach nicht gut genug sind, oder? Das ist schwer zu sagen. Oder liegt es an den Also, Machern, die es nicht ins Programm nehmen? es hat natürlich, denke ich, immer viel damit zu tun. Es müssen halt immer gewisse Quoten erreicht werden und da setzen dann viele auf altbewährte Dinge und das ist immer so ein bisschen so eine Innovationsbremse, habe ich das Gefühl, dass eben von vornherein die Angst da ist, man muss irgendwie so und so viel Millionen Zuschauer erreichen und deswegen macht man einfach das Gleiche, was man zuletzt erfolgreich gemacht hat, in Grün so ein bisschen. So habe ich das Gefühl. Und da würde ich mir immer ein bisschen mehr, ja, Innovationsbereitschaft wünschen. Aber das ist halt auch nicht ganz einfach. Im Grunde könnte man sagen, die Öffentlich-Rechtlichen sind ja da nicht ganz so betroffen, weil die ja ihr Geld über den Rundfunkbeitrag so oder so bekommen. Aber die Krux ist so ein bisschen, dass ja leider in der Öffentlichkeit, was die Öffentlich-Rechtlichen angeht, die Stimmung recht schlecht ist. Viele inzwischen eine Abschaffung des Rundfunkbeitrags wünschen. Was ich immer ein bisschen erstaunlich finde, man kann ja nach Amerika gucken, was dann dabei rauskommt. Da kann man ja das ganz normale Fernsehen, was jetzt so läuft, ohne irgendwelche Streaming-Portale, meine ich, oder irgendwelche Bezahlfernsehen, was einfach nur so ausgestrahlt wird, das kann man ja gar nicht mehr gucken. Das ist eigentlich alles nur noch Krampf. Und ja, wenn man dann noch so einen Trump hat oder so, der das Ganze dann da politisch infiltriert und da das Fernsehen so ausgerichtet wird, wie der das gerne möchte. Also das finde ich einen schwierigen Weg, wo ich froh bin, dass wir hier auch öffentlich-rechtliches Fernsehen haben und hoffe, dass die Leute das auch wieder mehr schätzen lernen. Aber das ist eben so ein bisschen, da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Die Öffentlich-Rechtlichen fühlen sich dann gezwungen, natürlich möglichst viel Fernsehen zu machen, was viele Leute erreicht und das führt dann dazu, dass man eben meistens auf das Altbewährte setzt und dann hat man irgendwann immer wieder sehr, sehr ähnliche Formate. Und das ist so ein bisschen schade. Dann vielleicht doch eher wieder die Theaterbühne. Da hat man wirklich das Publikum doch hautnah und weiß gleich die Resonanz. Das ist richtig. Ich hätte auch gerne wieder Theater gespielt, aber das ist ja in den jetzigen Zeiten, also in der Das ist Hinsicht schwierig. war mein, das ist ein sehr, sehr schwieriger Zeitpunkt, ja. Genau, wenn natürlich der Theatersaal dann nur zur Hälfte gefüllt ist oder wie auch immer. Klar, Oder das ist überhaupt offen hat. Ja. richtig, richtig. Das ist natürlich dann auch nicht das Gelbe vom Ei, ganz klar. Hoffen wir auch, dass wieder bessere Zeiten kommen, genau. Ja, dann natürlich Family ist natürlich auch ein Thema, wo du jetzt auch schon erwähnt hast, dass du wieder mehr für die Familie noch Zeit haben möchtest. Deine drei Söhne, sind die irgendwie auch schon schauspielerisch ambitioniert? Ja, also mein Ältester ist ja jetzt schon seit einem Jahr auf der Schauspielschule. Und genau, der wird also auch Schauspieler. Mit dem Jüngsten habe ich gerade letztes Jahr zusammen eine kleine Rolle gespielt in einem Kinofilm.
Und aber mal gucken, der momentan will der eher noch Landwirt werden und also ganz andere Sachen, die ich auch super finde, mal gucken. Aber da jeder soll da seinen Weg gehen und finden, was ihm Spaß macht. Also Schauspieler ist ja ein wirklich auch schwieriger Beruf und ich würde da nie einem meiner Söhne zu raten, wenn die das nicht selber unbedingt wollen. Dafür, genau, das ist einfach schon ein Beruf, den man unbedingt wollen sollte. Ansonsten ist es, glaube ich, eh schon schwierig genug. Das ist schon eine wichtige Grundvoraussetzung, Ganz dass man genau. dafür brennt, sage ich mal. Richtig, genau. Ganz genau. Ich denke mal, Schauspieler gibt es sowieso so en masse und dass da jeder irgendwo seine Rolle bekommt, ist natürlich nicht so ganz einfach, denke ich mal, ne? Genau, Hm? Ja. ja. Und klar, wenn man dann natürlich so wie du jetzt da in der Soko Leipzig drinne warst, genau, dann kommt auch schnell, glaube ich, dieses Schubladendenken dann wieder. Einmal Kommissar, immer Kommissar. Oder wie hast du da den Eindruck? Ich glaube, das ist nicht mehr ganz so schlimm wie früher. Also ich habe jetzt auch in der Zeit eigentlich sehr, sehr unterschiedliche Rollen jetzt zuletzt gespielt und habe mich gefreut, dass ich irgendwie da nicht so festgelegt war und habe also, wann war das? Vorletztes Jahr habe ich auch einen bayerischen Wirt gespielt oder so Dinge, also wo man wirklich sagen kann, ist eine Figur, die sehr weit weg ist von dem, was ich bei Soko Leipzig gemacht habe. Und letztes Jahr ein Lehrer und irgendwie, also sehr, eigentlich, ich habe, oder zumindest vielleicht habe ich da auch Glück, aber ich habe immer recht unterschiedliche Figuren, was ich schön finde, weil das macht ja irgendwie unseren Beruf aus. Genau. Und das finde ich jedenfalls, ist immer mein Wunsch gewesen, dass man irgendwie unterschiedliche Figuren spielen kann und nicht immer auf das Gleiche abonniert wird. Ganz klar. Bayerischer Landwirt hast du gerade auch noch kurz erwähnt. Bayern, da gibt es ja auch deine Wurzeln hin. Du bist in München geboren. Hast du einen Dialekt noch drauf oder schnell Ja, abgelegt? logisch. Ja, logisch. Ja, logisch, genau. Ja, Ja. ich meine, das ist immer klar. Also meine Frau hört es immer, wenn ich mit jemandem aus München telefoniere, weil es dann doch ein bisschen anders klingt. Ich komme ja aus dem Schwabenland, ganz klar. Ich bin Das hört man, in ja. Reutlingen zu Hause. Reutlingen, Ja. Tübingen, die Ecke da, genau, richtig. Schwäbische Genau. Alb. Ja, dieses Jahr haben wir es ja leider wieder nicht. Weder Oktoberfest noch Cannstatter Wasen. Hoffen wir mal, dass wir da nächstes Jahr wieder ein bisschen feiern können. Wäre das für dich so ein Fest grundsätzlich? Bist du da auch immer zugange gewesen oder eher der Trubel nicht so sehr? Ich finde, wenn man da ist, also wenn ich fahre jetzt nicht extra deswegen explizit in die Heimat, aber wenn sich das irgendwie verbinden lässt und irgendwie so passt, dann nehme ich das schon gerne mit. Also keine Frage. Ganz so schön mit Mache ich Lederhosen, ne? gerne. Ja, also es ist ja, also bei uns ist das ja, ich muss sagen, das finde ich mal ein bisschen kurios, weil als ich jung war, war das so, dass Lederhosen haben die alten Opas getragen Richtig, und das richtig. war out. Und heute läuft jeder Norddeutsche da in Lederhosen rum. Das finde ich immer so ein bisschen bizarr. Aber also so eine richtig schön traditionelle Tracht finde ich schon was Tolles. Also gefällt mir. Hat was, genau, richtig. Also klar, man fällt schon auf, wenn man ganz normal gekleidet hingeht. Ne? Da ist man dann schon Außenseiter irgendwo wieder mittlerweile. Ne? Ja. Genau. Sehr gut. Da haben wir doch ein bisschen was erfahren. Wenn man noch mehr wissen möchte, Internet, Social Medias, wo bist du zu finden? Ich bin auf Facebook, Instagram und ja, genau. Ansonsten kann man auch auf meiner Homepage sehen, irgendwie alles aktuelle Lesungen und was irgendwie dann demnächst im Fernsehen läuft und so weiter. Sehr gut, dann haben wir doch einiges jetzt ein bisschen erfahren. Klar, alles bloß mal kurz angerissen. Man müsste dann schon noch ein bisschen mehr Zeit haben, um da alles ausführlich mal zu machen. Aber ich denke mal, da gibt es schon noch spannende Dinge, die der Steffen Schröder so ja, rüberbringen Ja. kann. Ne? Und ja, ansonsten kann man gerade noch sagen, ich habe dann noch mein erstes Buch über diese Arbeit als Vollzugshelfer, wo man also viel auch über das Leben im Knast erfährt, was alles in einem Menschen sein kann, ist jetzt gerade als Hörbuch von mir eingelesen auf Spotify erschienen. Okay. Und mein Roman Mein Sommer mit Anja ist gerade als Taschenbuch nochmal rausgekommen, also auch ein bisschen günstiger. Genau, das kann man noch
gibt es gerade noch aktuell sozusagen. Wunderbar, sehr gut. Dann würde ich sagen, dir eine schöne Sommerzeit. Da haben wir ja wirklich jetzt mittendrin leider viel Wasser. Nicht ganz so, wie man sonst gewohnt ist, aber ich denke mal, das kriegt man jetzt auch wieder hin. Jetzt kommt die ja, heiße Phase vielleicht wieder. Wer weiß, hoffen wir es mal, dass wir noch ein bisschen was von der Sonne mitbekommen. Herzlichen Dank, dass du Zeit gefunden hast. Alles Gute noch und mit der Soko Leipzig jetzt noch spannende Folgen den Zuschauern sozusagen, wo du noch mit dabei bist und danach geht's weiter. Auf alle Fälle. Genau. Ne? Ja, alles klar. Schöne Grüße. Ja, danke für das Gespräch. Gerne.